denn der Julian, der sagt hier nicht ganz die Wahrheit. Warum macht es der Gesetzgeber so? Es gibt da draußen eigentlich fast kein Automat, wo man mit Kreditkarte bezahlen kann. Bei 100.000 Euro für 1.000 Euro Terminal. Und da ist kein PIN-Pad. Okay, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian und Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Neues Interview haben wir für euch vorbereitet. Diesmal haben wir gleich zwei Gäste dabei. Und heute geht's um das hier. Dieses Chaos. Und unsere Gäste können uns vielleicht erklären, wie es dazu gekommen ist und was man vielleicht dagegen machen kann. Und deswegen sage ich erstmal Hallo Peter und Hallo Peter. Wir haben zwei Peters bei uns heute dabei und natürlich Hallo Steve. Hallo Julian, hallo liebe Zuschauer und das kann ja ein Spaß werden, wenn wir jetzt zwei Peters hier haben, aber das kriegen wir auch hin, ne? Genau. So, und du hast jetzt gerade die Ladekarten gezeigt und ja, das ist ja ein Graus, das ist ja gerade das Thema, was glaube ich noch viele von der E-Mobilität abhält oder auch so ein großes, so ein großer Punkt, der einfach wie so ein, immer noch wie so ein Negativargument über der E-Mobilität schwebt, oder? Absolut. Also ich habe mal aufgepasst in den letzten 2-3 Tagen bei unterschiedlichsten Läden einkaufen. Was war dabei? Aldi war dabei, Lidl war dabei, Netto war dabei, DM war dabei, Kaufland war dabei und irgendwas anderes war auch noch mit dabei. Und ich konnte überall mit einer Karte bezahlen. Und vielleicht können uns ja Peter und Peter so ein bisschen helfen, aufzuklären, woran es liegt. Oder zumindest uns eine Alternative vorstellen. Aber ich würde sagen, jetzt ist Zeit, dass sich Peter und Peter erstmal vorstellen. Und deswegen sage ich einfach mal, Peter, hallo und wer bist du? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Genau, dem Alphabet nach fange ich mal an, nämlich Peter B. Ich arbeite bei der Eurokartensysteme und darf dort die Weiterentwicklung der Girocard betreuen. Eine dieser Karten, Girocard, den meisten immer noch bekannt als die EC-Karte, so wie sie früher auch genannt wurde. Aber im Alltagsgebrauch immer noch genannt wird, wir wissen das. Aber der offizielle Name ist eben Girocard. Okay, dann machen wir das so, dass wir immer, wenn einer von uns heute EC-Karte sagt, wie war das, immer 5 Euro ins Schwein da legen muss. Ja. Ne? Und Peter, wer bist du? Kommt der zweite Peter. Das ist der Peter L. aus Coburg, der Stadt, wo Andreas Flocken das erste Elektroauto erfunden hat. Hurra! Wir haben den auch erfolgreich vertrieben damals. Deswegen hat ja der Ford übernommen mit seinem komischen anlasserbedienten Benziner. Aber wir sind wieder da. Wir sind elektromobil. Ja, und ich bin der Kartenonkel, wenn man so will. Ich bin also auch schon, dinosauriermäßige Zeit in der Initiative Deutsche Zahlungssysteme. Kommt daher, dass ich mit Automaten recht viel zu tun habe, ob das Warenautomaten sind, Kaffeeautomaten, Getränkeautomaten oder Süßwarenautomaten, früher Zigarettenautomaten. Und da hat man es ja auch mit der Alterskennung zu tun. Von daher gesehen bin ich ganz lange an den Karten dran. Und was mich auch schon tierisch aufgeregt hat, seit 2014 elektrisch fahrend und an jeder Säule irgendeiner Karte, die man sowieso gerade nicht parat hat, aber dazu kommen wir heute noch im Thema. Und ich bin eigentlich jener, der da immer schon geschrien hat, das muss man ändern, vielleicht ist heute mal der Tag, für etwas Aufklärung zu sorgen, dass es so schlimm nicht ist, wenn man es mal angeht. Peter und Peter von euch beiden, beziehungsweise von der Initiative, die ihr so ein bisschen vertretet, vor einer ganzen Weile eine interessante E-Mail oder irgendein Prospekt oder ein Magazin irgendwas bekommen und da war eine Mitteilung drin, dass ihr euch einsetzt, so eine Art Positionspapier. Ich habe es tatsächlich oldschool mir nochmal ausgedruckt. Und in diesem Positionspapier, da setzt ihr euch vehement ein, dass man ja die Girokarte zum Bezahlen an Ladesäulen einsetzen soll. Und ihr begründet das da eigentlich auch ganz gut. Erklärt mal, wie sozusagen dieser Aufruf zustande gekommen ist, sich jetzt so intensiv für das Bezahlen mit Girokarten an Ladestationen einzusetzen. Ich war überall unterwegs und dann kommst du dahin. Findest ein Terminal von irgendeinem Hersteller, ich halte es mal in die Kamera, ohne Namen zu nennen, willst dann mit deiner Karte bezahlen, Kreditkarte, du hast auch noch 2 andere als App dabei oder hast einen QR-Code dabei, dann stehst du im Dunkeln, die Säule ist nicht beleuchtet, den Laser kannst du nicht lesen, dann musst du erstmal auf Tiefgang gehen, um überhaupt aufs Display zu kommen. Das ist derart vernachlässigt, da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Wir alle zahlen doch an jeder Tankstelle inne drin an der Kasse. Und zwar mit unserer Karte. 82 Millionen Menschen haben 82 Millionen Bankkarten. Das ist nun mal so, weil sie ein Konto dahinter haben. So. Selbst vor 20 Jahren hat man es geschafft, wo Kackassenhäusle mehr war, tatsächlich eine Säule hinzustellen, ein Terminal, ich halte jetzt mal wieder eins in die Kamera, 2 Schachteln Zigaretten größer ist das Teil nicht, einzubauen
So, und dann kann man irgendwelche Benzinersäulen freischalten. Und jetzt kommen wir in eine neue Welt, in die Welt der Elektromobilität. Entstehen neue Ladesäulen. Gibt es riesengroße Programme europaweit? Was können wir nicht bezahlen, wie wir eigentlich jeden Tag bezahlen? Das hat mich tierisch geärgert und habe ich das mal auf die Agenda gesetzt. Und eigentlich habe ich dann das Feuerlecksshirt, da sind die Banker dann nachher wegen drauf angesprungen. Freut mich auch, dass es Sinn, weil letztendlich das war eine total vergessene Lücke, wo sich ein System entwickelt hat. Geschlossene Systeme kennen wir aus dem Automatenbereich von überall. Jede Firma hat ihr eigenes Kartensystem. Die Gelder zahlen ihre Kunden, die Kunden zahlen ihr Geld ein, irgendwo auf dem Mitarbeiterausweis, damit kommen sie durch die Tür, damit kommen sie durch die Zeiterfassung, damit kriegen sie am Automaten was zu essen. Aber auch da kann man Terminals einbauen, also es ist nicht die Zauberkiste, die man da vor sich hat und irgendwo baut, um Himmels Willen wird es funktionieren. Nee, es funktioniert, jeden Tag im Alltag und draußen in den Märkten wird es bewiesen. So, und dann frage ich mich, im Jahr 2021, neue Förderprogramme, Herr Scheuer, Herr Altmaier, so, und wo steht es denn drin? Jetzt, Gott sei Dank, langsam denkt man darüber nach, dass man tatsächlich die Girocard mit verankert. Ist schön, dass wir Kreditkarte haben, die hat halt nur nicht jeder. Schwiegervater von mir ist 79, fährt jetzt elektrisch, hurra, vorher den dicken Volvo. So, und der hat halt jetzt in der Lache, er will da laden, hat keine Karte. Er will sich nicht irgendwo anmelden, er will sich nicht registrieren, er will da nicht irgendwo noch was bestellen, wo er Geld dafür bezahlen muss im Monat. Er hat ja eine Bankkarte. Und was hat er? Vollkommen recht. Warum kann er genau da nicht bezahlen? So, und das war also das Ansinnen, warum man mal darüber reden sollte, damit das ein bisschen in Bewegung kommt. Das kann nämlich nicht schaden. Soweit mein Statement dazu. Genau. Und das ist ja auch der große Unterschied zwischen diesem geschlossenen System und einem offenen Kartenzahlungssystem. Ne? Im geschlossenen System muss ich mich halt immer registrieren. Ich habe dann die Karte, die genau in dem System funktioniert und die andere im anderen. Und so viele Systeme, so viele Karten habe ich. Ne? Und die Girocard ist eben weit verbreitet in jeder Tasche, ist auch kostengünstig, ne, im Vergleich mit anderen Kartenzahlverfahren. Und vor allen Dingen ist es fürs Ad-Hoc-Laden eben gut geeignet. Ne? Das heißt, der Gelegenheitsnutzer gegebenenfalls oder der unterwegs ist und eben vielleicht sogar im Ausland dort bezahlen will, wo er vorher keine feste Kundenbeziehung hat, der kann dann eben mit einer ganz normalen Bankkarte bezahlen. Da wäre jetzt meine Frage natürlich, du hast ja einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, und zwar die Girocard ist ja auch für den Betreiber bei den Transaktionskosten viel günstiger als eine Kreditkarte, richtig? Genau. Wir kennen jetzt die Bezahlmöglichkeiten über Girocard oder Bargeld oder wie auch immer. Warum aus eurer Sicht hat sich das denn überhaupt in eine andere Richtung entwickelt bei der E-Mobilität? Warum musste denn jetzt bei der E-Mobilität plötzlich alles anders werden? Hat mit der Historie zu tun. Also ich bin kein Kenner dieser Branche. Ne? Ich habe ein paar Gespräche geführt und was man mir eben vermittelt hat, war, dass man einfach anders gestartet ist. Man hatte eben zuerst diese eher Insellösungen und dann tun es ja geschlossene Systeme. Man hatte auch nur sehr eingeschränkten Kundenkreis. Ne? Wer hatte schon ein E-Auto? Und da kommt noch dazu, dass die Karten, auch die Girocard, noch nicht so lange kontaktlos funktioniert. Auch nicht so lange kontaktlos ohne PIN funktioniert. Aber jetzt seit ein paar Jahren gibt es eben die kontaktlosen Karten. Mittlerweile hat fast jeder eine kontaktlose Karte im Geldbeutel. Der eine oder andere weiß es nicht, hat es noch nicht genutzt, aber sie ist da. Und jetzt kann man eben auch ohne PIN bezahlen. Dadurch spart man sich diese PIN-Tastatur, die sind sabotageanfällig, die kosten zusätzlich Geld. Und dann ergibt sich die Nutzung eben am Verkaufsautomaten, am Ticketautomaten und eben auch an der Ladesäule. Wenn ich mir mal, ich habe mir, wie gesagt, ein paar Sachen mal von euch heute nochmal ausgedruckt, um die einfach hier ein bisschen besser mal zur Hand zu haben. Und ihr habt in einem eurer Papiere, die ihr veröffentlicht habt, mal nochmal den Paragraphen 4 aus der Ladesäulenverordnung aufgeführt. Und da lese ich mal das Wichtigste vor. Da steht nämlich, also das wissen wir alle, Strom kann kostenlos abgegeben werden. Ist natürlich immer das Schönste, aber nicht das Häufigste. Oder gegen Zahlung mittels Bargeld. Ich habe ehrlich gesagt noch nie irgendwo eine Ladestation gesehen, wo man mit Bargeld bezahlen kann. Das mag es geben, aber ich habe persönlich noch nicht gesehen. So, und dann steht, ein gängiges kartenbasiertes Zahlungssystem oder Zahlungsverfahren oder ein gängiges webbasiertes System. Das heißt, wir sprechen jetzt hier über ein gängiges kartenbasiertes Zahlungssystem. Und das habe ich aber neulich gehört, das scheint irgendwie auch so im Bereich Schnellladegesetz in Richtung eher Kreditkarte zu gehen. Und das wundert mich jetzt eigentlich sehr, weil ihr habt es ja selber schon gesagt, also wir haben in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Kunden und 200 Millionen Konten und 82 Millionen Karten, die man benutzen kann, aber beileibe nicht so viele Kreditkarten.
Habt ihr eine Erklärung dafür, warum anscheinend jetzt irgendwie so die Richtung eher in Richtung Kreditkarte geht und eben nicht in Richtung Girokarte? Also auch solche Verordnungen werden auch von Menschen geschrieben. Ne? Und vielleicht sind die auch, also ne, nutzen die gerne Kreditkarten oder kennen es aus dem E-Commerce. Und was natürlich dazu kommt, im europäischen Ausland, da ist die Kreditkarte in vielen Ländern weit verbreitet, ne? Mehr als in Deutschland. Ja, deutlich mehr als in Deutschland. Ne? In Deutschland ist ja die Girocard die Karte, die jeder hat und eben gerade nicht die Kreditkarte. Ja, und dann kommt noch dazu, dass es die Girocard noch nicht im E-Commerce gibt. Also da ist ja das Webbasierte erwähnt. Ne? Man dattelt seine Kreditkartennummer ein und kann dann damit alleine schon bezahlen im E-Commerce. Das ist allerdings auch wiederum wirklich gar nicht praktisch an der Ladesäule, ne? Dass ich jedes Mal dann irgendwie mein Smartphone zücke und eine Webseite aufrufe und dann anfange, meine Kreditkartennummer einzudatteln. Aber dennoch irgendwie wollte der Gesetzgeber, der deutsche Gesetzgeber, wurde wieder mal vorbildlich europäisch sein und hat dann etwas genannt, was eben nicht deutsch ist. Und lässt dann das weg, was für die Deutschen hieben und drüben, also auf beiden Seiten des Marktes, eben dann doch eigentlich weit verbreitet und kostengünstig ist. Also ganz können wir es auch nicht nachvollziehen. Okay. Also wenn ich da mal einhaken darf, nochmal hier in die Kamera halten, eine Zigarettenschachtelgröße. Das ist Areval ohne Filter, wenn man mal so vor Augen hat, falls das noch jemand kennt von den älteren dort uns. Und das Ding kann übrigens auch Kreditkarte. Also es kann die Girocard sowieso. Es hat einen RFID-Laser, den man sich als Ladesäulen-Einbauer sparen könnte, weil das leitet einfach das Signal von allen Ladekarten mit durch. Es kann die Kreditkarte, wenn man sie will, und es kann die Girocard sowieso. So, und der Fakt ist, zu einem unschlagbaren Preis, zu unschlagbaren Konditionen, wenn es nur die Girocard ist, die Hardware kann man einfach nur einmal einbauen und nicht zweimal, weil die ist einfach da schon drin. So, und jetzt komme ich ja aus der Bargeldwelt. Ich bin ja in dem Job eigentlich geboren. Ich war mal Tabakwaren-Großhändler, die Eltern waren schon und der Großonkel war es auch. Das heißt, ich habe 100 Millionen Stück Münzen mit Sicherheit bewegt. Münzen bewegt. So, und meiner Ansicht nach haben die Leute, die politische Entscheidungen oder Verordnungen in Richtung Kreditkarte schieben, noch niemals an irgendeinem Automat irgendwas gekauft. Also vermutlich nicht mit Bargeld, schon gar nicht mit irgendeiner Karte, weil dann hätten sie festgestellt, das geht ja gar nicht. Es gibt da draußen eigentlich fast kein Automat, wo man mit Kreditkarte bezahlen kann. Ja, so, und seit 2 Jahren starten wir zum Beispiel Zigarettenautomaten, wirklich in sehr großer Zahl, nicht wir als Kühner Coburg, sondern die Republik in Form der größten Automatenbetreiber, mit Girocard-Terminals aus, nichts Kreditkartenzahlung. So, und die Tabaker waren schon immer Hungerleider, wissen wir, weil wir haben ja einen relativ hohen Tabaksteuerbetrag und hohe Mehrwertsteuersätze und wir können nicht so viel pro Schachtel an irgendwelchen Gebühren zahlen. Wenn aber die Tabaker genau diejenigen sind, die jetzt in ihre Zigarettenautomaten, die übrigens auch draußen stehen, die keine Stromversorgung haben, die keine LAN-Anbindung haben, also auch irgendwie funken müssen, wenn die das leisten, dann frage ich mich schon, warum leisten das die Strom- und Ladesäulenhersteller nicht. Es gibt weder den Einwand eines Formfaktors noch einer Stromversorgung. Wir haben überall eigentlich eine Anbindung online. Also warum eigentlich nicht? Verstehe ich nicht. So, und wie gesagt, die Menschen, die Vorschriften machen, die hat man eh noch nie an der Ladesäule gesehen, vermutlich, weil sie irgendeinen Hybrid als Dienstwagen haben. Der wird eh nur Benzin hat gefahren. Und ansonsten, ja, tut mir echt leid, die hast du noch nie an einem Automaten gesehen. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Aber Peter, damit sagst du ja gerade was sehr Interessantes. Und zwar, an der Ladestation haben wir ja einen ähnlichen Umstand, wie du es jetzt gerade quasi für die Zigarettenindustrie skizziert hast. Und zwar aufgrund des schon relativ, also aufgrund dessen, dass eben die Ladesäule ja der Letztverbraucher ist und eben alle Umlagen bezahlen muss, eine relativ geringe Marge für den Betreiber. Und wenn der jetzt natürlich noch hohe Transaktionskosten zahlen muss, dann wären ja beispielsweise Girocard eher in seinem Interesse als zum Beispiel eine Kreditkarte. Aber mich würde jetzt mal interessieren, über welchen Preisunterschied reden wir denn da? Du hast jetzt diese Geräte da einmal reingehalten in die Kamera. Also erstmal, über welchen preislichen Unterschied reden wir denn, wenn ich nur Kreditkarte, wenn ich nur Girokarte oder wenn ich beides anbiete? Und dann kommt man noch zu dem PIN-Pad, würde ich sagen. Okay, also fangen wir mal bei der Hardware an. Ich bin jetzt mal Automatenbetreiber. Ich kaufe ein Stück ein beim Hersteller oder beim Großhändler. So, und da zahle ich wirklich im schlimmsten Fall bei ein Stück maximal 500 Euro für die Reval ohne Filter. Und ich sag mal, man kriegt jetzt tatsächlich das PIN-Pad. Ich kann überall alles bezahlen und habe dann die Möglichkeit, wenn es denn mal kommt, eine PIN eingeben zu müssen, habe ich die dann auch. Dann zahle ich halt das Doppelte. Mindestens das Doppelte. Habe dann aber vandalismussicheres Teil. So, das ist mal nur die Hardware. Von den Transaktionen ist es völlig egal, weil bei beiden laufen ja die gleichen Girocard-Transaktionen, ob du die teure Hardware hast oder die billige.
Das ist wirklich nur ein Unterschied des Pinpads und des anderen Verfahrens. Da ist natürlich ein Display drin, ein Bildschirm, kannst du da eigene Werbung draufschalten, kannst einen QR-Code für einen Beleg mit eingeben und allen drum und dran. Das könnte das Terminal natürlich mit Pinpad, weil es den Bildschirm dazu hat. Da kommen auch demnächst noch ein paar neue, das ist nochmal etwas schlanker. Geht. So, jetzt kommen wir bei den Transaktionskosten. Ich verkaufe da draußen, zum Beispiel an unserer Schnellladestation, schicke euch mal noch ein paar Bilder, könnt ihr vielleicht mit einpflegen, an Kaffee für 1 Euro. Und dieser 1 Euro, den ich ansonsten bar zur Bank tragen würde, würde mich dort 5% kosten. Weil wenn ich mein Bargeld zur Bank trage, kostet es 5%. Und ganz ehrlich, mehr zahle ich auch nicht mit der Girocard. Und da würde ich ganz gerne direkt nochmal nachschieben. Da würde ich ganz gerne nochmal nachschieben. Und zwar an, glaube ich, an Peter Blasche. Das wird eher so ein Thema für dich sein. Genau. Und zwar, also wir hatten das immer wieder in unseren Sendungen. Brauche ich denn unbedingt so ein Pin-Pad an der Ladesäule? Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren Zahlungen bis 50 Euro ohne Pin-Eingabe. Aber dann irgendwie ab der fünften Zahlung oder so müsste ich wieder ein Pin eingeben. Oder klären wir uns mal so kurz auf. Genau. Also tatsächlich gibt es da für dieses Thema mittlerweile eine gesetzgeberische Vorgabe. Ne? Das ist eine europäische Richtlinie, ein deutsches Gesetz umgesetzt. Das steht im BGB. Ne? Wer will, darf es gerne nachlesen. Und da steht tatsächlich drin, unter welchen Bedingungen ein Kartenherausgeber, also die Bank, die dem Kunden die Karte an die Hand gibt, auf die sogenannte starke Kundenauthentifizierung verzichten darf. Und was heißt das? Das heißt, auf den zweiten Faktor. Jeder kennt das mittlerweile im Online-Banking oder im E-Commerce. Wenn ich dort einkaufen gehe mit meiner Karte, muss ich immer noch was machen. Ne? Früher reichte mal alleine der Benutzername und das Kennwort. Das hat der Gesetzgeber verboten. Das darf man nicht mehr. Jetzt müssen es zwei Faktoren sein. Auf die Kartenzahlung übersetzt ist das die Karte, ne? Besitz heißt das, niemand anderes hat meine Karte und Wissen oder Biometrie, das ist die PIN oder Fingerprint oder ähnliches. So, nun ist es so, dass er aber noch Grenzen definiert hat, ne, der Gesetzgeber. Er hat gesagt, du, lieber Kartenherausgeber, darfst das nur erlauben, solange es erstens nicht mehr als 50 Euro sind und es außerdem, und da hat man die Wahlmöglichkeit, je nachdem, wie man das umgesetzt hat, nicht öfter als 5-mal hintereinander oder aber in Summe höchstens 150 Euro. Das heißt also, wenn ich jetzt an den Automaten von Peter gehe, dann darf ich 150 Kakaobecher ziehen, trinken. Ne? Das geht. Wenn ich das so umgesetzt habe mit 150 Euro. Ne? Das andere, wenn ich das mit den 5-mal umgesetzt habe, dann dürfte ich 5-mal 50, das wäre auch erlaubt, ne? 5-mal für 50 Euro laden. Dann muss ich aber wieder mal eine PIN eingeben. Ne? Also das trifft jede Kartenzahlung, ne? Ob das die Girocard ist oder andere, Mastercard, Visa, was auch immer. Ich muss eben hin und wieder die PIN eingeben. Ich muss jetzt noch eine Nachfrage stellen und dann darf Julian wieder. was ist jetzt, wenn ich sehr durstig war und 150 Kakaobecher an dem Automaten getrunken habe und danach möchte ich meinen Porsche Taycan an der Ladesäule laden? Und da ist kein PIN-Pad. Dann wird... Einspruch, euer Ehren. Einspruch, euer Ehren. Also ich lade euch alle ein, die ihr heute zuhört oder diesen Stream seht. Kommt nach Coburg. Dort gibt es tatsächlich das laute Genusssender Bilder folgen. So, was hat der Peter L. gemacht? Genau das Problem ist nämlich nach dem Motto, wie lädt er jetzt seinen Porsche? Der war glücklich versorgt, hat den 100. Snickers gegessen. So, das Erste ist, bei uns kommt er tatsächlich aufs Klo, kostet natürlich 1 Euro, weil wenn der Kaffee 1 Euro kostet, kostet das Wasser auch 1 Euro. Kann er drüben mit der Karte bezahlen, kommt er rein. Ist behindertengerecht. Aber jetzt kommt der Gag. Ich habe natürlich in meinen Automaten die Rettung der Ladesäule eingebaut. Zu Deutsch, der Kaffeeautomat hat dieses Pin-Pad-Terminal. Das heißt, irgendwann wird er schon beim 149. Kaffee wahrscheinlich auffordert, mal seine PIN einzugeben. Das kann er bei mir am Automaten tun. Und dann kann er seinen Porsche wieder ganz locker beladen, weil die PIN ist eingegeben, die Karte ist wieder zurückgesetzt, der Zähler auf 0, weiter geht's. Mhm. So, also wie gesagt, PIN hat schon Vorteile. Und nachdem ich ja mit einer der ersten war, die dieses Terminal ohne Pinpad hat. Und es ist auch viel besser geworden, seitdem man nicht mehr nur das Stück Plastikkarte hat. Wir können ja jetzt das auch digital per App bezahlen. Dann machen wir mal Werbung für die größte Kundengruppe. Die Sparkassen haben die digitale Bezahlen-App, sowohl fürs Google-Betriebssystem als auch fürs Apple-Betriebssystem. So, und dann hast du eigentlich anstatt der PIN-Eingabe deinen Fingerabdruck oder deinen Iris-Scan oder was auch immer. Das heißt, in dem Moment, wo das Ding sagt, wir brauchen eine PIN, musst du halt diesen Faktor Finger hingeben oder Iris-Scan oder was auch immer. Bei mir ist es eine PIN. So, und dann komme ich da auch weiter an der Stelle.
Also wenn ich mit der digitalen Girocard bezahle, komme ich weiter. Beim Plastik ist es so, dass ich noch ein PIN-Pad brauche, um dieses freizugeben. Und wie gesagt, in Coburg kann man schon mal testen, wie es funktioniert. Und ich sehe das eigentlich irgendwo nicht ein. Der Hypercharger, der jetzt bei uns steht, hat über 100.000 Euro gekostet. Das ist einer von den ganz schnellen von Albitronic. So, und bei 100.000 Euro, für 1.000 Euro Terminal, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr großartig reden. Weil die sparen die komplette Hardware noch für RFID und den ganzen Geraffel, was als Laser zusätzlich reinbauen. Das ist irgendwo kontraproduktiv. So ein Modem brauchst du auch nicht, weil die Säule E-Tron ist. Von daher gesehen, gehen wir einfach an die gleiche Leitung rein. Die digitale Belegerzeugung kann auch dieses Terminal machen, kannst du dann auf dem Bildschirm darstellen. Das sind alles Funktionen, die sind da. Man muss es halt den Leuten einfach mal erzählen, die Ladesäulen herstellen. Ich weiß nicht, wer denen flüstert. Um Himmels Willen, das ist Teufelszeug, was sie tun. Mhm. Wenn es denn Teufelszeug wäre, wird sie an keinem Laden, in keiner Tankstelle und nicht irgendwo bei jedem Schuster oder Markthändler stehen. Nee, es findet statt, es ist draußen und jeder nutzt es. Nur beim Laden ist es halt noch nicht so. Also aus den frühen Zeiten der Elektromobilität, wo wir ja in Deutschland zum Teil noch ein Mobilfunknetz hatten, was noch Löcher hatte, das ja, ich glaube, das ist ja inzwischen nicht mehr der Fall, bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls, im Ernst, kann ich mich an viele Situationen und Gespräche und Berichte von erinnern, wo es dann hieß, ja, ich konnte nicht laden, es ging nicht an irgendeiner Ladesäule irgendwo. Und dann wurde hinterher irgendwie versucht zu klären, woran es gelegen hat. Und dann hieß es ja, die Säule war in dem Augenblick off. Also offline. Sie hatte keinen Mobilfunkempfang und deswegen konnte das Ganze nicht abgewickelt werden. Jetzt mal von der Zahlungsgeschichte unabhängig. Und wir haben dann immer gesagt, eine Ladesäule müsste eigentlich in so einem Fall doch in der Lage sein, trotzdem Strom abzugeben. Also nicht mal kostenlos, sondern sich eben die Daten zu merken und wenn sie wieder Kontakt hat, dann diesen ganzen Datenaustausch zu machen. Wäre das denn mit eurem System, also ne, PIN-Pad oder ohne PIN-Pad, ist egal was, aber eben Kartenzahlung mit der Girokarte, denn denkbar, dass dann so eine Säule auch Strom abgibt, den Bezahlvorgang abschließen kann, wenn sie offline ist? Weil es kann ja auch mal sein, dass der Funkmast umgefallen ist. Antwort von mir, klar, weil ich habe Automaten. Ich sage ja, es passiert nicht ab und zu mal, dass irgendeiner... Unsere Automaten stehen meistens in einem Keller irgendwo, weil da irgendwie die Leute ihre Kantinen haben. Ist ja nicht so beim Chef oben im dritten Stock. Sondern wenn da aber Autos intelligent parken, kommt mein GSM-Modem nicht raus. Die sind aber irgendwann mal wieder weg. Die ganzen Zahlungen zwischendrin sind offline. Und irgendwann sagt er, wir machen jetzt mal wieder den großen Rollout, reicht dann seine Daten mit dem Kassenschluss ein, geht. Es gibt zwar aber Fälle, genau da, wo man eine PIN braucht, wo es dann in dem Moment nicht geht, weil die will er natürlich online vergleichen und authentifizieren. Da kann genau der eine Fall mal nicht sein, aber die vier anderen, also die 99% anderer Leute kriegen dort das, was sie da mit der Karte bezahlen wollen. Der Peter kann aber da mehr erzählen. Also es ist tatsächlich so, ne? Also man kann nicht drauf wetten, dass die Transaktion offline stattfinden kann. Mhm. Ne? Viele Transaktionen finden offline statt, aber schlimmstenfalls aber da könnte ich ja alternativ mir jetzt einfach schnell 5 Snickers am Automaten holen, meinen PIN eingeben und dann wieder zur Ladesäule rüber und dann theoretisch wird es funktionieren. Dann geht es vielleicht offline, vielleicht aber auch nicht. Okay. Also wie gesagt, ich will gar nicht alle technischen Details, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass es offline ist. Die Karte könnte ja zum Beispiel gestohlen sein und man will ja Betrüger nicht die Karte nutzen lassen. Ne? Allein schon deswegen muss man immer wieder mal online gehen. Ne? Sonst würde die gestohlene Karte immer funktionieren. Und das soll nicht sein. Allerdings, genau, also das ist aber auch die Erfahrung aus dem Umfeld Verkaufsautomaten. Dieses Problem von wegen Funkloch in die Automaten können nicht online gehen, das verschwindet mehr und mehr. Also das, ja. Ich habe jetzt mal für mich zumindest zum Abschluss mal noch eine etwas provokante Frage. Und zwar, jetzt steht ihr ja für diese, ich sage jetzt mal, ihr steht für diese Initiative Deutsche Zahlungssysteme, also sprich, dass man eine Girokarte eben auch an Ladesäulen benutzen kann und nicht nur für Kaukaus, Snickers und Zigaretten und was ihr alles da heute an Schleichwerbung irgendwie rausgehauen habt und an Coffee-to-go-Bechern. Aber letztlich ist es ja so, niemand macht irgendwas umsonst, sage ich mal, sondern letztlich steckt ja dahinter auch irgendwo eine gewisse Industrie, die will was verdienen, die will es den Kunden leicht machen und so weiter und so fort. Und in diesen Ladesäulenverordnung, die ich vorhin vorgelesen habe, da stand ja zwischen diesen Zahlungssystemen, die man also anbieten muss, wenn man so eine Ladesäule irgendwo baut, immer ein Oder. Also du kannst es kostenlos abgeben oder du hast einen Münzeinwurf im übertragenen Sinne oder du bietest eben so ein Kartensystem an oder du machst es webbasierend. Das ist natürlich irgendwie blöd, ne? Wenn man so aus Sicht der Nutzer ist es doof. Also ich kann eben nicht
mich darauf verlassen, dass ich überall kostenlos laden kann. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich überall mit Bargeld bezahlen kann. Ich kann mich nicht darauf verlassen, überall mit Karte. Ich kann mich auch nicht darauf verlassen, überall webbasiert bezahlen zu können. Ich muss im Prinzip immer auf, im schlimmsten Fall, auf drei unterschiedliche Zahlungssysteme vorbereitet sein. Und das ist natürlich für den Kunden irgendwie doof. Ne, weil die wenigsten Ladestationen haben eben ein Kassenhaus, wo einer sitzt, mit dem ich im schlimmsten Fall irgendwie diskutieren kann. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht es der Gesetzgeber so? Warum will er das, dieses Oder haben? Ist es, um den Wettbewerb zu stärken, dass man nicht sagt, wir wollen nicht, dass immer nur ein System zum Einsatz kommt? Es soll den Wettbewerb stärken? Oder aus eurer Sicht jetzt mal, habt ihr eine Vorstellung, warum der Gesetzgeber dort ein Oder dazwischen setzt oder sagt ihr, dieses Oder ist kompletter Schwachsinn? Also das eine Oder, nämlich dieses Kartenzahlung oder webbasiert, meine Interpretation, der Gesetzgeber hat sich einfach erzählen lassen, dass das Nachrüsten der Ladesäulen, die es heute schon gibt, einfach mit Investitionen verbunden ist. Und die Ladesäulenbetreiber haben argumentiert, dass die Kosten zu hoch sind. Also Einmalkosten entstehen natürlich, logisch. Ne? Wenn ich da ein neues Gerät einbaue, wenn ich das anbinde, habe ich Einmalkosten, definitiv. Das andere oder die eine Karte oder die andere, ne? Das eine Argument ist natürlich wettbewerbsneutral, ne? Und das andere ist natürlich, naja, das ist, passt immer nicht für jeden. Ne? Wenn ich die eine Karte habe, habe ich gerade nicht die andere. Ne? Es gibt auch Menschen in Deutschland, die nur Kreditkarten haben, ne? Soll es geben. Aber natürlich wäre es deutlich sinnvoller gewesen, insofern irgendwie blöd gelaufen, eigentlich Unsinn, zu sagen, das, was jeder hat, sollte es doch mindestens tun, ne? Das ist halt die Girocard. Okay. Also das, ne? Jetzt spreche ich natürlich pro Girocard, logisch, aber der Handel entscheidet sich ja auch freiwillig für die Girocard. Niemand zwingt Aldi, Lidl, Netto und so weiter, Karte zu akzeptieren. Und alle akzeptieren sie die Girocard, weil sie eben die kostengünstigste ist, ne? Also man tut damit niemandem weh. Meines Erachtens, ne? Wenn es Kartenzahlung sein soll, dann natürlich auch die Girocard. So wie ich mich damals für VHS entscheiden musste und mein schönes Betamax nicht weiter benutzen konnte. Steve, wie siehst du aus? Hast du noch eine Frage? Nee, also ich bin wunschlos glücklich. Ich muss aber mal kurz einhaken, denn der Julian, der sagt hier nicht ganz die Wahrheit. Denn nicht alles hat einen monetären Hintergedanken, denn wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, dann ist das komplett kostenfrei und ihr seid immer auf dem Laufenden, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt und alle angesprochenen Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung. So, und damit zurück. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch Peter euch beiden ganz herzlich Danke zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hatten zwei Vorbesprechungen für das Video. Das fand ich super, dass ihr euch diese ganze Zeit genommen habt. Ihr brennt für das Thema, sowohl für die Kartenzahlung als auch, Peter, du für die Elektromobilität und die Kartenzahlung. Und der andere Peter brennt natürlich auch für die Elektromobilität. Also zwei Peters, die ganz viel teilen. Und Steve und ich, wir brennen eigentlich dafür, dass es endlich einfach wird, damit die ganze Sache, nämlich so wie ihr auch schreibt in euren ganzen Positionspapieren, wirklich kundenorientiert ist und man nicht dem nächsten Nachbarn, der sich für ein E-Auto interessiert, sagen muss, okay, und wenn du dir das Auto unterschrieben hast, dann machst du erstmal noch, dass du das hier alles bekommst. Weil das ist irgendwie, das kann es irgendwie nicht mehr sein. Es ist nicht ganz so krass, wie es häufig dargestellt wird, aber es ist halt so, es sollte eigentlich mindestens mit dem gehen, was irgendwie jeder hat. In dem Sinne sage ich jetzt einfach mal tschüss von mir aus. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und mal gucken, wann ich an noch mehr Ladestationen hoffentlich auch mit der Girocard bezahlen kann. Also von mir aus, danke und ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank.